Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Liebe Gottes, des Vaters und des Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Good evening. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. I'm trying some German. Ich versuche ein bisschen Deutsch zu sprechen. This is because of our Blessed Mother. Das tue ich zu Ehren der Mutter Gottes. In a dream, our Blessed Mother, Don Bosco, was told by Jesus in a dream. Also in einem Traum hat die Mutter Gottes zum Heiligen Johannes Bosco gesagt. Young Don Bosco of 9 years old, he saw this dream. Also da war Don Bosco erst 9 Jahre alt und sah die Mutter Gottes im Traum. She will teach you everything. Und die Mutter Gottes hat zum Don Bosco gesagt, ich werde dich alles lehren. And today is a Saturday. Heute ist Samstag. The first Saturday of this month of July. Der erste Samstag im Monat Juli. A day dedicated to the Immaculate Heart of Mary. Also der Samstag, der dem unbefleckten Herzen Mariens. And I want to testify you that she taught me also some German. Und ich möchte euch beweisen, dass die Mutter Gottes mir jetzt seit gestern ein bisschen Deutsch beigebracht hat. Many people have helped me to learn it, but it's primarily our Blessed Mother has helped me. Viele haben mir ein bisschen geholfen, dass ich das kann, aber in erster Linie ist es die Mutter Gottes. And I'm sure as we begin the Mass, all of you are also recognizing several things that Our Lady has done for you through her intercession. Und ich bin mir ganz sicher, dass mit Beginn der Heiligen Messe die Mutter Gottes auch euch schon auf ihre Fürbitte vieles geschenkt hat. If it is yes, please raise your hand. Wenn yes. Ihr wisst, dass die Mutter Gottes euch schon was geschenkt hat, dann bitte hebt einfach eure Hände. Yes, okay. So, let's offer this Mass of Thanksgiving for the intercession that our Blessed Mother is doing for us, because Jesus wanted it that way. Und diese Fürbitte der Mutter Gottes ist wirklich wahr, weil Jesus hat es auf diese Weise ja auch kundgetan. Er hat es gesagt. He gave his mother to us. Er hat uns seine Mutter gegeben. And she will walk by us, she will teach us, and she will guide us. Sie geht mit uns, sie lehrt uns und sie führt uns. And she is the way for us to reach Jesus. Und sie ist für uns der Weg, wie wir zu Jesus kommen können. And with Jesus we reach the Father. Und mit Jesus kommen wir zum Vater. In the unity of the Holy Spirit. In der Einheit des Heiligen Geistes. Let us say joyfully, loudly, Alleluia! Lasst uns mit lauter Stimme Alleluia rufen, mit Freude. Halleluja! Again, Halleluja! 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 Now it's a moment of silence. Close our eyes and recognize. Wir schließen unsere Augen in einem Augenblick der Stille und wir erkennen. And prepare ourselves for this Eucharistic celebration. Und bereiten uns jetzt auf diese Heilige Messe vor.